Hallöchen Leute und willkommen wieder einmal zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Und wie versprochen geht es in diesem Part wieder zurück nach Hollow Bastion. Aber erstmal muss ich euch ein paar Kleinigkeiten erzählen. Ich habe nämlich offscreen ein bisschen gelevelt. Und ihr seht auch, dass Donald einen ganz anderen Zauberstab trägt. Und deswegen werde ich euch das jetzt alles mal ein bisschen erklären müssen, was so los gewesen ist, als ich gelevelt habe. Also erstmal, der Zauberstab, den Donald trägt, das ist der Großmagierstab. Und den bekommt man nur, wenn man einen Schwarzmagier-Herzlosen besiegt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der so einen Großmagierstab droppt, beträgt, glaube ich, 0,2%. Also es ist extrem selten. Ich habe mich richtig, richtig riesig gefreut, als ich das Ding bekommen habe, weil der ist sogar noch stärker als der Galaxitenstab. Zeige ich euch mal ganz kurz. Und levelmäßig sieht es jetzt eh so aus, wie ihr gerade seht. Sora und Goofy sind beide auf Stufe 55 und Donald auf 54. Also hier Ausrüstung. Donald, Großmagierstab, führt zuweilen vernichtende Volltreffer aus, Maximum MP steigen um 2 Punkte. Im Vergleich dazu, der Galaxitenstab, ne, hat nur eine Basisstärke von 7 und weniger Angriffskraft und auch weniger MP, auch wenn er irgendwie cooler aussieht, wie ich finde, aber wie gesagt, Großmagierstab ist halt einfach besser. Und ich glaube, es war wirklich 0,2% Wahrscheinlichkeit, dass so ein Schwarzmagier, Herzloser, diesen Stab verliert. Und deswegen, da war ich einfach richtig total happy. Schade, dass ich euch das nicht live zeigen konnte, aber ihr seht ihn ja jetzt eh hier, den Großmagierstab. Den wird Donald jetzt halt so lange tragen, bis er wieder was Besseres bekommt. Und ansonsten, ja, er trägt hier noch den Zauberring und den Nachtschreif. Und Goofy, der hat übrigens auch bei seinem letzten Level-Up noch einen zusätzlichen Ausrüstungsslot bekommen. Der kann jetzt nämlich, abgesehen von seinem Herkules-Schild, 4 weitere Sachen tragen. Hier den Ifrit-Gürtel, den Fleißring, die Girlande und jetzt eben auch noch den Eiferring. Den habe ich sogar bei den Mogris geschmiedet, weil jetzt hatte ich endlich mal wieder ein paar Materialien, um neue Sachen zu schmieden. Und der Eiferring ist so ganz praktisch. Maximum AP und Abwehrkraft steigen, ist doch ganz cool. Und Sora trägt eigentlich immer noch das Gleiche. Der hat aber auch neue Abilities gelernt. Und zwar einmal hier unten Volltreffer Plus. Volltreffer werden öfter ausgeführt. Ausgerüstete Anzahl bestimmt die Häufigkeit. Und den Betäubungsschlag. 30%ige Chance einer Abschlusskombo, die umstehende Feinde bewusstlos schlägt. So gar nicht mal so übel. Ich glaube, Combo Master hat er ja sogar vorhin schon. Trifft mit Combo-Attacken, selbst wenn die Attacke daneben geht. Und Trotzkopf, das bleibt jetzt sowieso immer aktiv. Ne? Mit einem Minimalwert an Lebenspunkten wird der Kampfunfähigkeit getrotzt. Da können die mich nicht so schnell besiegen, diese fiesen Typis. Und Donald, ja, Esprit natürlich und Glückspilz und Goofy, Frohnatur und Trotzkopf und auch Esprit und MP-Spender ist irgendwie ganz praktisch. Benutzt eigene MP und heilt die MP eines Mitglieds um einen Punkt. Ist immer ein Hilfsability. Und dadurch, dass er dann MP-Hast hat, wird die MP-Heilung noch beschleunigt. Glückspilz, ja, das hat er eh auch und Frohnatur, Trotzkopf hat er ebenso. Vor allem, es ist eine tolle Kombination, wenn man Esprit und MP-Spender miteinander ausrüstet. Weil Esprit, da steht ja MP-Heilung bei Schadenserleidung. Ja, das heißt, Goofy bekommt eigentlich immer, wenn er selber was einstecken muss, MP wieder zurück. Und das kann er dann quasi wieder für MP-Spender verwenden, um die MP von anderen in der Gruppe um einen Punkt wieder aufzufüllen. Das ist irgendwie richtig praktisch. Ja, ansonsten habe ich sogar bei dieser Urwaldrutsche alle Strecken geschafft. Das sage ich euch auch mal ganz kurz hier im Tagebuch. Und zwar hier unter Rekorde ist hier die Urwaldrutsche. Und nacheinander schaltet man 5 verschiedene Strecken frei. Seht ihr hier links, das ist einmal der Dschungelpfad, dann kommt die Flusshöhle, dann die Holzspirale, dann der Horrorfall und zum Schluss noch die Schattenhöhle. Und da muss man immer wieder jeweils 10 Früchte pro Strecke sammeln. Die Zeit ist dabei völlig egal. Wichtig ist, dass ihr keine einzige Frucht auslasst. Das Einzige, was ein bisschen fies ist, man muss die Strecken immer nacheinander nochmal machen quasi. Das heißt, am Anfang steht nur der Dschungelpfad zur Verfügung, wo man 10 Früchte sammeln muss. Wenn man das geschafft hat, dann landet man beim Zeltlager. Aber
Dafür, wenn man dann den Dschungelpfad noch einmal macht, dann wird links ein Weg frei, der vorher blockiert war. Da war, glaube ich, so ein großer Felsen, der ist dann weg. Das heißt, man muss dann da, wenn man wieder die 10 Früchte eingesammelt hat, ist auch ganz wichtig, muss man dann wieder alle Früchte erwischen. Dann biegt man links ab, kommt eben in die Flusshöhle. Wenn man dort weitere 10 Früchte sammelt, dann hat man die zweite Strecke geschafft. Landet, glaube ich, dann aber beim Nilpfertümpel. Dann muss man allerdings den Dschungelpfad und die Flusshülle nochmal schaffen mit allen Früchten und kommt, wenn man da dann links abbiegt, zur Holzspirale. Ne? Und da dann wieder richtig abbiegen und alle Früchte erwischen, kommt man zum Horrorfall. Und wenn man das da dann noch geschafft hat, kommt man, wenn man da auch wieder halt von vorne anfängt, dann noch zur Schattenhöhle. Das heißt, man muss dann beim letzten Mal beim Dschungelpfad, bei der Flusshülle, bei der Holzspirale, beim Horrorfall und bei der Schattenhöhle alle 10 Früchte jeweils sammeln, dass man insgesamt 50 Früchte hat. Jeweils, wenn man eine dieser Strecke das erste Mal geschafft hat, bekommt man eine Belohnung. Beim Dschungelpfad, glaube ich, war es ein Elixier. Bei der Flusshöhle eine Dunkelmaterie. Bei der Holzspirale war es, glaube ich, dann ein Abilitamin. Beim Horrorfall bekam man einen Schutzengel und bei der Schattenhöhle einen Kraftbolzen. So war das. Das werde ich jetzt aber nicht extra zeigen, weil das habt ihr eher mal kurz gesehen. Vielleicht zeige ich es irgendwann noch später. Und bei der Arena des Olymp, da habe ich dann außerdem noch den Herkules Cup und auch den Pegasus Cup mit Sora alleine gemacht. Und ich glaube, beim Herkules Cup war das so, wenn man da mit Sora alleine diesen Cup schafft, dann bekommt er eben das Ability Volltreffer Plus. Und das habe ich ihm ja auch schon ausgerüstet, ja. Das wäre es eigentlich soweit gewesen, das wollte ich euch nur mal erzählen. Ach ja, und da muss ich euch noch was anderes ganz kurz zeigen. Und zwar hier, bei den Items, in der Truhe. Ein Abilitamin habe ich noch übrig, das hebe ich mir irgendwann auf, wenn ich es mal brauche. Aber ihr seht schon, hier habe ich so ein Ding. Feuermeister, vom Pufungi erhaltene Auszeichnung. Ob es einen Verwendungszweck gibt? Ja, den gibt es. Ich habe hier auch noch den Eismeister, den Blitzmeister und den Vitameister. So, was hat es damit auf sich? Das hat eben mit den Pufungis zu tun. Mit diesen komischen pilzartigen Herzlosen. Also hier Charaktere. Herzlose, wo sind die jetzt? Wo sind die? Die waren jetzt irgendwo hier. Pufungi, also wirklich die ganz normalen Pufungis. Ein merkwürdiger Herzloser, der anhänglich zu sein scheint von friedlicher Natur, tut niemandem etwas zuleide, verschenkt es öfteren Items, wenn man ihn von seinen Qualen befreit. Habt ihr, glaube ich, eh schon ein paar Mal gesehen, da habe ich mich aber immer zu blöd angestellt, um das richtig zu machen. Also diese Pufungis verhalten sich ja immer ein bisschen anders und je nachdem, wie sie sich verhalten, muss man einen Zauber auf sie wirken. Und das halt aber auch rechtzeitig, weil die machen immer wieder abwechselnd was anderes. Also wenn sie sich zum Beispiel Luft zufächern, dann muss man Eis auf sie zaubern. Wenn sie zittern, dann muss es Feuer sein. Wenn ihnen ein Licht aufgeht, dann muss es Blitz sein. Und wenn sie flach auf dem Boden liegen, muss es Vita sein. Und wenn man das dreimal richtig hintereinander auf sie zaubert, dann sind sie glücklich, verschwinden, droppen ein paar MP-Kugeln und halt auch noch diese Lizenz. Und wenn man von jeder Magieart, die es gibt, diese Lizenzen hat, dann bekommt man von Merlin noch einen Zauberstab für Donald. Also das heißt quasi Feuer, Eis und Blitz, Vita, Gravita, Stopp und Aero. Wenn man von diesen ganzen Magiearten diese Pufungis richtig glücklich macht halt, dass man das dreimal auf die richtig zaubert, dann bekommt man die Lizenzen, wenn man die im alle hat, gibt es einen weiteren Zauberstab für Donald. Aber dabei habe ich halt nur Feuer, Eis, Blitz und Vita, Gravita, Stoppra und Aero, die Pufungis, die tauchen in anderen Welten auf, die das wollen, die sich halt so verhalten, aber das werde ich später machen. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt geht es aber wirklich zurück nach Hollow Bastion. Wir müssen da immer noch das Schlüsselloch versiegeln. Und da kommen wir jetzt, soweit ich weiß, über dieses neu entstandene Wurmloch hin. Das wird jetzt aber eine weite Reise, weil ihr seht ja, die Stadt Traverse ist hier und Hollow Bastion ist ganz da drüben. Und bei dem Wurmloch kommen wir quasi raus, also hier in der Nähe vom Nimmerland, da kommen wir dann raus und da landen wir dann wieder bei Hollow Bastion. Also macht euch auf eine lange, lange Reise gefasst. Auf geht's! So, aber keine herzlosen Schiffe oder so werden mich hier stoppen. Auf gar keinen Fall. Können die voll vergessen.
keine Sorge, andere Sachen wie noch weitere Items schmieden und so, das macht ja auch nicht. Weil so, hier ist das Wurmloch, da müssen wir jetzt rein. Das leuchtet auch schon so verdächtig dunkel. Also einfach direkt drauf zusteuern. So. Und schon sind wir ganz woanders. Boah, Alter! Zack, 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 bam, bam, bam. So, aus dem Weg, hier kommen wir. Niemand kann uns stoppen, denn wir sind nicht zu toppen. Zack, oh yeah. Ihr werdet mich nicht daran hindern, wieder nach Hollerbestchen zurückzukehren. Niemals. Niemals. Oh, Vorsicht. Aufpassen. Schild erneuern. Ja, also wie gesagt, die übrigen Welpen werde ich später noch holen und weitere Items werden auch noch später geschmiedet, weil da fehlen mir ja wie gesagt eh noch Materialien, vor allem die ganz, ganz seltenen. Das kommt alles noch später dran. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir Hollerbestchen nochmal besuchen, weil da gibt es noch ein paar Dinge für uns zu tun. Also jetzt mal abgesehen vom Schlüsselloch versiegeln, das ist natürlich die Hauptaufgabe, aber es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. So, Alter, das dauert hier ganz schön lange, ich weiß. Aber so ist das nun mal. So, am besten immer Dauerfeuer geben hier. Dann haben die eh keine Chance, dann haben die nichts zu lachen. I'm a firing my laser, yeah. Tja, immer noch nicht da was. Naja. Ich glaube, ich bin jetzt dann da, wenn auf der linken Seite wieder diese lange, lange Mauer zu sehen ist. Dann dauert es nämlich nicht mehr lange, bis wir bei Hollerbestchen sind. Also, ein kleines bisschen Geduld bitte. Wir sind bald da. So, weg mit euch, ihr Stinker. Ihr habt doch keine Chance. Ihr seid alle abgeballert. Bam, genau. Aber wenigstens ist die Musik cool. Wow! Der hat uns hier voll gerammt. Wow, was zur Hölle? Hey! Arschgeburt! Oh Mann, ey! Gut, kann ich wieder schneiden. Fick deine Mutter. Also wie gesagt, es wird jetzt ein ganzes Weilchen dauern, bis ich da bin. Aber ich kann da jetzt auch leider nichts dagegen tun. Ich muss nur aufpassen, dass es mich hier keiner von denen zu oft trifft, weil wenn mein Schild ganz weg ist, dann bin ich erledigt. Das wäre auf der langen Strecke hier wirklich nicht gut, weil dann kann ich wieder ganz von vorne anfangen. Und das geht nicht. So, wow, Vorsicht. So, da ist das Wurmloch, da müssen wir jetzt unbedingt rein. Das funkelt auch schon so verdächtig dunkel. Also einfach drauf zusteuern. So. Und schon sind wir ganz woanders. So, weg mit euch. Aus dem Weg. Keiner kann uns stoppen, denn wir sind nicht zu toppen. Wie viele das auch immer sind.
Ihr werdet mich nicht aufhalten. Niemals. Am besten gibt man immer Dauerfeuer, dann haben die eh nichts zu lachen. So. So, der nächste Abschnitt. Keine Sorge, andere Dinge wie weitere Welpen und so, das werde ich alles noch später machen, genauso wie weitere Items bei den Mochis schmieden, weil da fehlen mir ja eh noch die ganzen seltenen Materialien, die habe ich ja noch nicht so wirklich. Aber da werde ich mich später noch darum kümmern, dass ich da alles bekomme. Ich hoffe es zumindest. So, weg mit euch. Bahn frei. Wie aufdringlich die auch immer sind. Geht doch einfach sterben. Also am wichtigsten ist es, wie gesagt, dass wir jetzt mal das Schlüsselloch von Holobestchen versiegeln. Aber es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich noch vorher erledigen werde. Beziehungsweise auch nachher. So, wieder ein Abschnitt geschafft, aber wir sind immer noch nicht da. Nein, es ist ja wie gesagt ein weiter Weg. So, komm schon, nächster Abschnitt bitte. Genau, so. Was hier auch alles rumfliegt, also jetzt einmal abgesehen von uns natürlich, lauter Müll. Irgendwelche Asteroiden und so eine Kacke. Alter, wie viele das sind! Wow! Ja, die sollten mich besser nicht rammen, weil die machen echt viel Schaden. Diese großen da. So, haut doch einfach ab. So, jetzt sind wir aber dann wow, jetzt sind wir eh schon fast da, weil hier ist wieder diese lange Mauer auf der linken Seite. Das heißt, jetzt sind wir gleich da. Gleich haben wir es geschafft. So, nur noch hier durch und da ist Holobestchen, Leute. Ich habe es geschafft. Wir sind endlich wieder da. Neuer Highscore. Wo ist Bell? Immer noch im Schloss. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube, sie blieb freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da drinnen. Warum wohl? Fragen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. Ja, das Biest schließt sich uns wieder an, aber ich werde jetzt erstmal die Gruppe so lassen mit Dolan, Gubi und Soda, weil hier ist nämlich noch das letzte weiße Trio-Symbol und dann habe ich auch alle Trio-Texte des Spiels gefunden. Das ist gleich hier bei der Kaskade der Irren. Das konnte ich ja bei meinem ersten Besuch nicht aktivieren, weil sich Rico ja da Soras Schlüsselschwert geschnappt hat und dann haben sich ja Donald und Goofy ihm unfreiwillig angeschlossen. Da konnte ich ja dann das Trio-Symbol nicht mehr nutzen, aber jetzt ist das kein Problem. So, hier ist es nämlich auch schon. Also dann, ein allerletztes Mal Trio Sonar. Blitzgar-Gummi erhalten. Ja, das ist alles für einen Gummistein. Ist jetzt nicht so weltbewegend, aber naja. Dafür habe ich jetzt hier im Tagebuch auch ein goldenes Mickey-Maus-Symbol bei den Trio-Texts, weil ich jetzt alle gefunden habe. Ja, alle 17 blauen, alle 6 roten, alle 9 grünen, alle 4 gelben und alle 10 weißen Trio-Symbole. Einfach nur supi. Freut mich richtig.
Mein Gut war jetzt nicht so schwer. Gut, hier 101 Dalmatiner, da habe ich bis jetzt 72 gerettet. Da fehlen halt noch ein paar. Und die Nummern 94 bis 99 bekomme ich sogar noch hier in Hollow Bastion. Und die werde ich mir auch holen. Gut, und ich bilde mir ein, dass hier sogar jetzt irgendwo eine neue Wasserblase aufgetaucht ist, wenn das nicht sogar die hier gleich ist. Genau, weil hier haben wir noch eine versteckte Schatztruhe mit einem Schutzengel. Supi. Sehr gut, den werde ich am besten gleich mal Sora geben, weil das erhöht ja seine Verteidigung wieder um einen Punkt. Also hier, Truhe. So, Schutzengel, ja. Abwehrkraft steigt um einen Punkt, kann nur im Menü benutzt werden. Ich finde, Sora ist halt doch der wichtigste von allen, deswegen bekommt er das auch. So, Abwehrkraft gesteigert, wunderbar. Das Abilitamin, das hebe ich mir wie gesagt noch auf, wenn ich es wirklich brauche, falls doch irgendwie Donald oder Goofy was lernt, wo ich dann sage, der hat gerade um einen AP-Punkt zu wenig, dann würde ich denen das geben, ansonsten würde es dann irgendwann Sora bekommen. Und ja, okay, hätten wir das auch. Und jetzt muss ich erstmal wieder zurück zur Bibliothek. Aber das geht eigentlich eh ganz schnell. Da werde ich mich jetzt aber auch nicht wirklich mit den Herzlosen aufhalten, sondern einfach ins Schloss reingehen. So. Du willst das Schlüsselloch versiegeln, richtig? Bitte sei vorsichtig. Tief da drinnen tobt die Dunkelheit. Wir haben sie bis jetzt zurückgedrängt, aber wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir übernehmen das. Na, das freut mich jetzt richtig, dass das Beast und Belle wieder vereint sind. Und jetzt sollte man Belle übrigens noch einmal ansprechen, weil die hat noch was Cooles für uns. Das ist für dich. Bekämpfe damit die Dunkelheit, wie das Biest es getan hat. Sora hat Centifol erhalten. Na, was sagt man dazu? Da bekommen wir von Belle tatsächlich einen neuen Schlüsselschwertanhänger geschenkt. Den werden wir uns gleich mal angucken. Centifol. Hohe Durchschlagskraft und Trefferquote zeichnen ihn aus. Führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus. Und ich glaube, das werde ich sogar jetzt mal statt Sternentreue ausrüsten, weil die Basisstärke von Centifol ist 13 und die von Sternentreue nur 9 und somit erhöht sich die Angriffskraft von 37 auf 41 bei Sora. Auch wenn jetzt die MP von 9 auf 8 sinken, aber ich glaube, das kann ich noch verschmerzen. Es ist ein, ja doch irgendwie relativ kurzes Schlüsselschwert, aber ihr seht ja, hohe Durchschlagskraft und Trefferquote zeichnen aus und vor allem führt aufeinanderfolgende Volltreffer aus und das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Sieht auch ganz schick aus, so eine Dornenrose, die sich um das Schlüsselschwert schlängelt. Also, ja, ich werde jetzt Centifol ausrüsten, einfach weil es stärker ist. So, wunderbar. Also, ihr seht schon, es ist wirklich ziemlich kurz, aber ich kann damit leben. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, ich werde dafür jetzt schon mal den Part beenden.
es ist jetzt, ja, wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Ich muss halt ein bisschen was erklären, was so offscreen passiert ist. Und übrigens, Donald hat jetzt, wie gesagt, diesen Großmagierstab bekommen. Das gäbe für Goofy auch einen besonderen Schild, den man von diesen Defendoren bekommt. Ihr wisst schon, diesen megamäßig muskulösen, riesigen, herzlosen. Aber auch diesen Schild bekommt man nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2%. Doch nur von diesen Defendoren eben. Das heißt, das ist auch wieder extremes Glück, wenn man so einen Schild mal bekommt. Ich kann nicht garantieren, dass mir das gelingen wird. Aber falls doch, freue ich mich natürlich. Falls nicht, dann ja, kann ich auch nichts machen. Ich werde mich jetzt hier erstmal wieder heilen. So, schön alles auffüllen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Also es gibt hier, wie gesagt, noch Welpen für mich zu finden. Und dann gibt es hier sogar noch einen Bosskampf zu bestreiten. Ja, natürlich nicht gegen Malefiz, weil die haben wir ja schon besiegt. Und Rico wird es auch nicht sein. Nein, es ist ein Boss, der ganz neu ist. Also jedenfalls hier. Den gab es zwar, glaube ich, schon mal in Final Fantasy irgendwie, aber ist ja egal. Ich will es hier nicht verraten. Freut euch einfach auf den nächsten Part. Ich werde es hier einfach mal speichern. Und dann darf ich mich verabschieden. Das war es mal für diesen, vielleicht jetzt nicht allzu spannenden Kingdom Hearts Final Mix Part. Aber hey, wir sind immerhin wieder zurück in Hollow Bastion und das ist die Hauptsache. Also, trotzdem danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Final Mix. Macht's gut, Leute. Ciao.